Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Deutschland sind heute zum ersten Mal seit Wochen wieder zur Schule gegangen. In vielen Bundesländern sind auch die Grundschulen wieder geöffnet. Den Anfang machen dort die Abschlussklassen, also meist die Viertklässler. Vieles ist natürlich anders als gewohnt. Überall gelten zum Beispiel Abstandsregelungen und Hygieneauflagen. Eine Reportage aus Hamburg. Tische rücken für den ersten Schultag. Die Kinder müssen mindestens 1,5 Meter auseinandersitzen. Klassenlehrerin Birte Hanke ist schon ein bisschen nervös. Wie wird es wohl werden, der erste Schultag nach 2 Monaten Pause? Also die werden zuallererst mal total aufgeregt sein und ich glaube auch sehr verunsichert, wenn sie uns dann nach so langer Zeit wiedersehen. Allerdings sind die Räumlichkeiten jetzt nicht so geschaffen und gerade auch die Flure, dass sich die Kinder hier frei mit dem Sicherheitsabstand bewegen können. Von daher wird das schon schwierig, das umzusetzen. Im Klassenraum soll eine feste Sitzordnung helfen. Unterrichtet werden nur die Fächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht. Und das alles bei ihr. 5 Tage die Woche. Trotz aller Einschränkungen ist Birte Hanke froh, dass ihre Viertklässler wieder zurückkommen. Man hatte schon das Gefühl in den letzten Wochen, dass einem auch so ein paar Kinder so ein bisschen entgleiten, dadurch, dass man sie durch die digitalen Medien halt nicht richtig erreicht hat. Und für die ist es halt total super, dass jetzt die Schule wieder losgeht. Auf dem Pausenhof werden noch schnell die Ein- und Ausgänge markiert. Die Kinder sollen sich möglichst wenig begegnen. Heute Morgen der Praxistest. Die Klasse 4C kommt zum Unterricht, beziehungsweise die erste Hälfte. Die zweite Hälfte startet zeitversetzt am Mittag. Lehrerin Birte Hanke ist stolz auf ihre Schüler. Jetzt haltet ihr das total gut ein hier mit dem Abstand. Das finde ich richtig super, da brauche ich gar nichts zu sagen. Denn das ist im Moment wirklich das Allerwichtigste, ne? Dass wir uns daran halten. Finde ich spitze. Daumen hoch schon mal. Erster Test bestanden. Ich habe nämlich keine Lust, krank zu Hause im Bett zu liegen. Aber wenn wir alle gut aufpassen, kann da eigentlich nichts passieren. Im Gänsemarsch geht es ins Klassenzimmer. Ja. Wertvolle Unterrichtszeit geht hier verloren. Ins Bad darf immer nur ein Schüler. Und jeder muss 30 Sekunden Hände waschen. Seife und Desinfektionsmittel sind genug da. Und das Wasser ist wärmer. Vor den Ferien, da war das Wasser eiskalt und nur mega kurz. Ich habe mich gewundert, denn jetzt ist es lauwarm und geht auch schon etwas länger. Birte Hanke macht die Daumenprobe. Wie geht es allen nach 2 Monaten zu Hause? Wie fühlt sich das an, jetzt wieder hier zu sein? Und was wissen Sie über Corona? Als ich das erste Mal Corona gehört habe, dann dachte ich, ach, das ist in China, so schnell kommt das hier nicht hin. Für ältere Menschen, schon Erkrankte, kann es halt tödlich sein, Krebserkrankte oder so. Damit alle auf einem Stand sind, erklärt Hanke nochmal, wie man richtig Hände wäscht. An richtigen Unterricht ist heute kaum zu denken. Dann ist Frühstückspause. Heute allerdings nur im Klassenzimmer. Weil wir nicht garantieren können, dass auf dem Schulhof die Kinder dann nicht doch impulsiv werden. Nach 2,5 Stunden ist der erste Schultag schon wieder vorbei. Bis morgen. Lehrerin Hanke erleichtert. Es hat alles besser geklappt als gedacht. Und über die ersten Schulöffnungen auch im Grundschulbereich spreche ich jetzt mit Heinz-Peter Meidinger, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Momentan macht ja scheinbar jedes Bundesland so ein bisschen, was es will. Blicken Sie eigentlich noch durch, in welchen Ländern momentan welche Grundschüler wieder zum Präsenzunterricht dürfen? Das ist in der Tat eine Herausforderung, auch für mich, der ja eigentlich die 16 Bundesländer seit langem kennt. Es ist allerdings vom Grundsatz her doch noch ähnlich. Das heißt, jetzt nach den Abschlussklassen, die ja in den meisten Bundesländern und in allen Bundesländern schon zurückgekehrt sind, kommen jetzt die Nachfolgeklassen bzw. die 4. Klassen der Grundschulen. In manchen Bundesländern auch die 6., wo die Grundschule 6-jährig ist. Und wir haben das ein oder andere Bundesland, Bayern gehört dazu, die jetzt noch nicht anfangen, sondern erst nächste Woche. Die Kultusministerkonferenz sollte ja ein konkretes Konzept erarbeiten. Es wurde nun vorgeschlagen, dass jedes Kind vor den Sommerferien wenigstens tageweise in die Schule gehen soll. Ist Ihnen das konkret genug? Das ist natürlich noch nicht konkret genug, sondern wir warten jetzt hoffentlich am Mittwoch auf einen Fahrplan, der deutlich macht in den verschiedenen Bundesländern, in welchen Stufen es weitergeht, mit welchem Schichtbetrieb, welche Jahrgangsstufen in welchen Abständen zurückkehren können. Das ist, glaube ich, etwas, auf das viele Schüler, Eltern und Lehrer warten.
Ich habe ja heute erlebt, dass auch viele Kinder noch nie so gerne wieder mal in die Schule gegangen sind, wie an diesem Tag, völlig ohne Schule, Wochen und Monate lang. Das ist wohl doch auch nichts. Vermutlich auch für die Lehrer eine ganz besondere Situation. Ja, es ist eine völlig neue Situation für uns alle. Es ist ja eine dreifache Herausforderung. Erstens mal Sicherheitsabstand in den Klassenzimmern wahren, Hygieneregeln einhalten. Wir haben in vielen Schulen jetzt so Einwegsysteme zu einem Eingang rein. Die eine Treppe hoch, die andere herunter. Und, das darf man nicht vergessen, wir sind abhängig davon, dass die Kinder mitmachen. Das heißt, am Schulhof, vor der Schule selber den Abstand einhalten. Und da muss ich ein großes Lob aussprechen. Den Grundschülern vor allem, alle, die ihnen nicht zugetraut haben, dass sie das auch wirklich umsetzen, denen haben sie es heute gezeigt. Ich hoffe, dass das natürlich auch anhält. Ja, zumindest im Beitrag eben, die waren ja sehr diszipliniert, möglicherweise auch, weil das Fernsehen mit Kameras da war. Glauben Sie, dass das im schulischen Alltag immer so klappen wird mit dem Sicherheitsabstand? Ja, also ich hoffe, dass es weiterhin klappen wird. Es ist natürlich eine ganz große Herausforderung, je mehr Schüler zurückkehren. Bislang haben wir ja nur knapp das Drittel der Schüler wieder in den Schulen. Wenn das mehr werden, wird die Herausforderung umso größer. Und ich glaube, wir müssen alle zusammenhelfen. Also nur wenn wir alle zusammenhelfen an den Schulen, können wir das schaffen. Nach und nach sollen ja alle Schüler wieder in die Schulen, aber alle gleichzeitig wie früher, das wird ja nicht gehen. Wie könnte man dieses Problem lösen? Also lösbar ist dieses Problem nur durch einen Schichtenbetrieb. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Woche in der Schule, eine Woche zu Hause oder eine Woche in der Schule, zwei Wochen zu Hause oder tageweiser Wechsel wie etwa in Österreich. Vorstellungen, man könnte auch Vormittag-Nachmittag-Schichten machen, da bin ich skeptisch. Das wird ein Problem werden. Erstens der Schüler, weil die treffen ja in der Mittagszeit alle zusammen, die raus wollen, die rein wollen. Und es wird auch ein Schulwegebeförderungsproblem geben, etwa mit den Schulbussen. Also doch wieder alle Kinder einzeln mit dem SUV zur Schule fahren? Ja, also da haben wir noch die Diskussion um den Klimawandel mit dabei. Nee, also wir empfehlen übrigens ganz stark natürlich mit dem Fahrrad fahren, sofern das möglich ist. Das Wetter ist ja wieder besser geworden, aber es zeigt sich, es müssen noch viele Probleme gelöst werden. Also dieser Schichtbetrieb ist eine große Herausforderung, die Schulwegbeförderung, die hygienischen Bedingungen dann auch hochzuhalten, diese Standards, die wir jetzt haben, das wird alles eine riesige Herausforderung werden. Das Stichwort hygienische Standards. In den Geschäften versucht man das momentan durch eine Maskenpflicht. Was halten Sie davon, dass für Schulen keine allgemeine Maskenpflicht gilt? Also ich plädiere für ein differenziertes Maskenpflichtgebot an Schulen, also eine Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume, auf den Pausengängen, Treppen, an den Bushaltestellen. Da glaube ich, sollte jeder Schüler eine Maske tragen, weil sich da doch der 1,5-2 Meter Abstand mitunter nicht halten lässt. Und in den Klassenzimmern, in der Unterrichtssituation mit genügendem Abstand ist vielleicht durchaus einmal sinnvoll, auch die Maske abzunehmen, wenn man es teilweise auch sonst nicht verständlich ist für den Lehrer, für die Mitschüler. Jetzt wird ja viel über den Ansteckungsschutz vor allen Dingen unter den Schülern geredet oder für die Schüler. Aber welche Sorgen treiben eigentlich die Lehrer um? Die sind ja nun auch nicht längst nicht alle so jung und gesund wie die eben im Beitrag. Also wir haben eine relativ große Gruppe an Risikopersonen unter Lehrkräften. Das sind alle Lehrkräfte über 60. Das sind etwa 12,5% aller Lehrkräfte in Deutschland. Und wir haben natürlich Lehrkräfte mit Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Krebserkrankungen und so weiter. Das dürfte nach unseren Schätzungen etwa 20% aller Lehrkräfte sein, also zusammen mit den Älteren. Und auf die werden wir im Präsenzunterricht auch in der nächsten Zeit verzichten müssen. Die werden allenfalls weiterhin Homeschooling machen können. Was glauben Sie, wird es nach den Sommerferien wieder so etwas wie regulären Unterricht geben können? Also ich bin kein Hellseher, auch kein Prophet, aber wenn es klar ist, dass ein Impfstoff erst in Monaten, vielleicht in einem Jahr geben wird oder noch länger, dann ist klar, Abstandsregelungen an Schulen werden auch im nächsten Schuljahr noch nötig sein, und das heißt auch im nächsten Schuljahr weiterhin Schichtenbetrieb, zumindest im ersten Halbjahr, also vollständiger, normaler Unterricht, den werden wir noch viele Monate
in Deutschland, in Europa nicht erleben. Vielen Dank für das Gespräch, Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes hier bei Tagesschau24. Ich bedanke mich.